Bislang dachte ich immer, dass ich nicht die Art Person sei, der das alleine reisen liegt. Ich dachte, ich brauche jemanden an meiner Seite, um das Erlebte zu teilen und auch, um mich überhaupt sicher und wohl zu fühlen. Aber heutzutage genieße ich es sehr, schrittweise aus meiner Komfortzone herauszutreten und zu spüren, wie gut mir das tut. Also mache ich mich jetzt endlich alleine auf den Weg. In diesem Video berichte ich von meinem ersten Monat auf der Reise in ein Land, das ich schon seit 20 Jahren gerne sehen wollte. Hallo, ich laufe gerade durch Ho Chi Minh. Und zwar bin ich auf dem Weg zu meinem Bus. Ich bin schon extra in der ruhigsten Seitenstraße, aber so ganz ruhig ist es doch nicht. Und dann, ja, ist mir ein bisschen peinlich. Jedenfalls fahre ich dann gleich nach Dalat. Und zwar dauert das 8 Stunden und ich hoffe, es klappt alles. Die Busfahrer sollen ja manchmal auch ein bisschen wild fahren. Aber gut, nein, da kommt wieder jemand. Ja, egal, ich bin dann mal auf dem Weg dahin. Ich bin jetzt durch die Straßen 1,5 Stunden gelaufen. Laut Google Maps wären es nur 45 Minuten. Aber sagt das mal dem Verkehr. Man muss, auch wenn die Roller, guck mal, hinten sieht man sie, die Straße, wenn die Roller und die Autos einfach immer weiter von Zebrastreifen interessiert die eigentlich nicht, muss man immer einfach durchgehen. Ja. Und darauf zählen, dass sie dann anhalten, wenn man denen in den Weg kommt. Das klappt eigentlich meistens ganz gut. Aber ich glaube, wenn ich vor 10 Jahren hier gewesen wäre, ich wäre nie über die Straße gekommen, weil ich so vorsichtig und zögerlich war, dass ich mich das kaum getraut hätte. Da, ich gehe weiter. Die Verkabelung hier ist auch ein Kunstwerk für sich. Also, die Busfahrt lief sehr gut. Ich habe auch nichts von schlimmen Straßenverhältnissen oder so groß mitbekommen. Am nächsten Morgen haben die, als wir angekommen sind, nur versucht, einmal in so einen Fahrservice zum Hotel anzubieten, der viel teurer war, als wenn man das jetzt über die gängige App hier macht. Das habe ich deswegen natürlich nicht angenommen. Das wäre nämlich mehr als doppelt so teuer gewesen, wie normalerweise. Naja, aber da weiß man, kann man sich einfach vorher informieren, wie die Preise eigentlich so sind. Und dann musste ich eine Weile im Café warten, weil wir sind ganz früh angekommen, ich glaube 5:30 oder so am Morgen. Und ja, da musste ich noch eine Weile warten, bis ich ins Hotel einchecken kann. Und war eine Weile im Café und habe was getrunken. Ich denke, vielleicht lag es daran, bei dem einen Getränk bin ich mir nicht sicher, was das so für Eiswürfel waren. Ja, jedenfalls habe ich dann am Mittag, als ich dann im Hotel war, zum Glück erst so richtig, richtig Magenprobleme bekommen. Und die nächsten paar Tage war ich hauptsächlich zu Hause, weil ich damit erstmal klarkommen musste und ich war so entkräftet. Naja, aber Glück im Unglück ist ja, dass es nicht auf der Busfahrt passiert ist, weil das wäre unaushaltbar. Die Busse hatten nämlich keine Toilette. Man hat nur zwischendrin so
gemacht, aber das hätte ja, wenn man regelmäßig müsste, nicht so gut geklappt. Deswegen bin ich so froh, dass das nicht dann passiert ist. Und auch das froh, dass es einfach passiert ist, während ich hier jetzt schon das Hotelzimmer hatte. Und meine eigene Toilette. Genau, also ein paar Tage war ich nicht so zurechnungsfähig. Konnte nicht so viel machen. Aber ich habe jetzt gestern eine Tour mitgemacht, eine Tagestour. Und da habe ich dann einiges auf einmal aus der Umgebung sehen können. Das war gut. Und sobald ich auf den Beinen war, bin ich mal zu einem kleinen Tempel hier irgendwo in der Nähe gegangen, der wirklich klein war und auch gar nicht so, also gar kein Großbesuchter. Und niemand war da, außer dann kam irgendwann eine Nonne, die da sich wahrscheinlich um den kümmert und da wohnt oder was. So wie das aussah. Und ich habe sie nicht verstanden, aber die war ganz süß, die hat ganz liebe, dass ich denke, Sachen gesagt. Sie wirkte auf jeden Fall so, als würde sie liebe Sachen sagen. Und dann ist sie in den Tempel rein und da liegen ja immer Essenssachen vor dem Buddha und so. Und dann hat sie eine Kokosnuss geholt und hat die für mich vorbereitet und mir dann so einen Strohhalm da reingesteckt zum Trinken. Und als ich die leer getrunken habe, hat die aufgeschnitten, damit ich die essen kann. Und das war so lecker und so lieb. Und fühlte sich so exklusiv an, eine Kokosnuss aus dem Tempel zu bekommen. Einfach so. Ja, das war sehr schön. Und jetzt mache ich mich bald schon wieder auf den Weg in die nächste Stadt. Und zwar fahre ich wieder mit einem Nachtbus. Wieder in bester gesundheitlicher Verfassung, hoffe ich. Mache ich mich auf den Weg nach Da Nang. Das sind diesmal 14 Stunden Fahrt. Naja, noch ein bisschen länger. Aber letztes Mal ging ja echt schnell rum und ist jetzt auch wieder zum Großteil über Nacht. Also hoffe ich, dass ich einfach auch schlafe. Zum Teil. Ja, und jetzt habe ich natürlich ein bisschen Zeit hier verpasst, aber ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen resistenter bin und das nächste Mal mich vielleicht nicht mehr ganz so stark erwischt. Und irgendwie gehört es ja auch dazu, schätze ich mal. Und ich wusste, dass es irgendwann kommt, aber dass es so früh in der Reise kommt. Ah, Tag 3 oder was war das? Naja, so ist das. So. Wird es dort auch sehr viel heißer sein. Hier in Dalat ist es ja sehr milde, weil es die höchste Stadt Vietnams angeblich ist. Die höchstgelegene mit 1500 Metern über dem Meeresspiegel. Fühlt sich nicht so an. Aber ja, anscheinend haben die Franzosen den Ort hier gegründet, weil sie dachten, ah, hier ist das Klima und alles ist ähnlich wie in Frankreich. Hier können wir uns wohlfühlen. Naja, genau, deswegen, hier ist es sehr milde. So 26 Grad um den Dreh rum, würde ich sagen. Und dann in Da Nang ist es schon auf jeden Fall über 30. Und ich mag es eigentlich eher milder als mega heiß, aber ich werde mich schon dran gewöhnen. Wird schon klappen, wird schon schief gehen. Ich freue mich trotzdem drauf. Bis dann. Hallo, ich bin jetzt in Da Nang angekommen und bin jetzt in meinem Hotel auf dem Bett. Ich verstehe das gar nicht. Es sieht immer aus, als wären die gar nicht bezogen. Aber ich sehe auch kein Bettzeug. Vielleicht waschen die einfach die Decken-Dinger. Weil das Kopfkissen ist da. Nee, da. Die sind bezogen.
Jedenfalls bin ich jetzt eben drin. Draußen ist es so heiß. Ich dachte, oh, ich komme ja früh morgens in Da Nang an. Das ist doch gut, dann wird es noch nicht so heiß sein. Ja, von wegen. es war auf jeden Fall schon über 30 Grad, als ich, weiß nicht, wann kamen wir denn an? Um 7 oder so? Da war das auf jeden Fall schon so heiß. Als ich später um 9:30 geguckt habe, da war stand schon gefühlt 37 Grad. Realistisch oder tatsächliche 32 Grad oder so. Deswegen warte ich jetzt ein bisschen, arbeite ein bisschen und bevor ich ins Hotel eingecheckt habe, habe ich noch im Café gesessen und auch schon ein bisschen gearbeitet. Das ist immer schön im Café, es ist ja angenehm, auch immer klimatisiert. Und wenn es später Nachmittag ist, dann mache ich mich auf den Weg ans Wasser. Ich glaube, ich gucke mir mal das Wasser an, aber vor allem auch was essen. Ich habe gesehen, dass hier irgendwo in der Nähe heute dieses Fußballspiel Deutschland gegen, ich weiß gar nicht gegen wen, Spanien, übertragen wird. Ich gucke gar keinen Fußball, aber es ist ganz lustig, dass erstens dachte ich, das kriegt man hier, also hierzulande ist das gar nicht so auf dem Radar mit der EM. Aber falsch gedacht, der Guide letztens auf der Tour hat erzählt, dass es hier so eine große Wettkultur gibt in Bezug auf die EM und dass die aufpassen müssen bei Spielen. Da müssen die irgendwie extra Polizei oder so an Brücken stellen, weil so viele Leute von der Brücke springen, weil die alles verwetten, also ihre ganzen Häuser oder so, auf die Spiele setzen. Und das irgendwie gerade beim Spiel Georgien gegen, was war das? War das auch Portugal? Nee, heute war Spanien. Ah, ich glaube Georgien gegen Portugal, hat er gesagt. Da hätten die meisten Leute ja damit gerechnet wohl, dass Portugal gewinnt, aber dann hat anscheinend Georgien gewonnen. Ich weiß nicht, wenn ich was durcheinander bringe, tut mir leid, ich habe es nicht verfolgt. Aber so hat er es erzählt. Und dann sind irgendwie schon beim ersten Tor irgendwie ganz viele Leute von den Brücken gesprungen. Und andere Sachen. Und sein Onkel, oder so, irgendein Verwandter, der hätte aber auf Georgien gesetzt und wäre jetzt dann über Nacht reich geworden. Hat jetzt zwei Häuser, ein Auto, neuestes Handy, obwohl er vorher was ganz Altes hatte. Vorher hat er auch kein Auto gehabt. Und alles Mögliche, kauft sich jetzt lauter Markensachen und ist irgendwie über Nacht eingemachter Mann geworden. Voll skurril. Also beide Extreme, dass das hier so ein Thema ist. Und ja, entweder in die eine oder andere Richtung so extrem laufen kann. Ist aber nicht legal. Also kommt nicht auf die Idee, hier zu wetten. Nein, aber das ist ein bisschen gruselig. Ja, und bei der EM ist es schon schlimm, aber anscheinend, wenn dann WM ist, ist das nochmal extremer. Tja, wer hätte das gedacht? Ich nicht. Verrückt. Aber interessant. Oh, und ich habe mir heute direkt so Probiotika gekauft, weil ich habe mich wieder ein bisschen komisch im Magen gefühlt. Und eine Frau bei der Tour, die ich letztens gemacht habe, die war gerade am Ende ihrer Vietnam-Reise und die und ihr Freund hatten Probiotika eingenommen, die ganze Zeit vorbeugend und meinten, das hat geholfen, sonst hätten die immer Magenprobleme bei allen Reisen und diesmal nicht. Klingt plausibel, dass die helfen, also ja, nehme ich die jetzt auch erstmal jeden Tag ein und hoffe, dass ich damit ein bisschen mehr Schutz habe gegen böse Dinge im Magen. Sieht so aus, als müsste ich mir noch Badesachen holen, wenn ich mal irgendwann ins Wasser möchte, weil ich sehe tatsächlich niemanden mit Bikini. Ich meine auch gehört, dass man das eher nicht macht.
Also eingefallen, dass es ja vielleicht sinnvoll wäre, mal mein Hotelzimmer zu zeigen. Also es ist jetzt natürlich nur eins von mehreren. Hier war ich jetzt 3 Nächte und die sind aber alle ungefähr ähnlich. Ich hole mal welche für so 11 € ungefähr pro Nacht. Also wirklich wenig. Auch gehört natürlich zu den günstigeren auch hier. Hier ist es irgendwie jetzt der 4. Stock oder so. Da sieht man die Stadt Da Nang bei Tag. Und also ich würde sagen, das hier ist eins der besseren in dem Sinne, dass es zum Beispiel das vorige, wo ich auch hier in der Stadt auch für denselben Preis war, da war es sehr laut, da hat man den Zimmernachbarn gehört. Aber auch hier, wenn man sich das Bad anguckt, ist es eigentlich voll okay. Da gab es nämlich auch welche, wo das Bad irgendwie, also vom Aufbau eigentlich auch okay war, aber dann waren alles so, die Armaturen waren mega rostig und es war auch schon ein bisschen der so Schimmel an den Wänden und so. Ja, insofern ist das für den Preis wirklich hervorragend. Also wirklich. Selbst die anderen, da beschwere ich mich auch nicht für den geringen Preis natürlich. Aber ja, hier ist schon, habe ich glaube ich schon ganz gut erwischt. Bin ich auf jeden Fall zufrieden gewesen. So ist das. Ich meine, es ist eigentlich unglaublich. 10, 11 € pro Nacht. Finde ich unglaublich. Angekommen, nicht in einem Hotel diesmal, sondern in so einem Homestay nennt man das. Und ich wollte los, mir Essen holen und in vielleicht auch noch eine Massage. Und jetzt hat es zum ersten Mal seit längerem, seit einer Woche oder so, weil auf einmal richtig angefangen ist. Jetzt gehe ich vielleicht erstmal noch nicht los, sondern warte mal kurz das ab. Aber mal gucken, vielleicht kann ich das ein bisschen aufnehmen. Homestay sieht übrigens so aus, ist ein bisschen simpler. Anlage ist glaube ich auch nicht ganz so stark, aber sie geht. Cool. Es hat jetzt aufgehört zu regnen und die Straße ist aber ziemlich unter Wasser. Da sind diese Schuhe, die ich habe, wirklich Gold wert mal wieder. Kann ich nur empfehlen, solche Wandersandalen, die. Den kann man immer auch durch Wasser gut laufen. Die sind so praktisch. Aber schönes Licht ist jetzt, oder? Wow. Hallo, heute nehme ich den Bus von Hoi An nach Hue, laufe gerade dahin. Der Bus fährt erst um 2, also setze ich mich vorher noch in einen Café und arbeite ein bisschen und kühle ab, weil die sind ja meistens ganz gut klimatisiert. Und dann geht es weiter nach Hue. 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 Hue.
bin gerade in meinem Hotel in Hue angekommen, dementsprechend verschwitzt, aber die sind ja so nett, deswegen mache ich jetzt direkt mal eine Aufnahme. Ich habe direkt irgendwie so einen Saft zu trinken bekommen unten und geschnittene Mango und Banane und das ist so eine Familie, die das Hotel hier führt wohl und die haben meinen Koffer hochgetragen, das haben bisher noch keine gemacht, so nett, ja. Es ist bisher für mich das teuerste Hotelzimmer, immer noch mega günstig. Ich glaube 15 Euro die Nacht. Dafür habe ich morgen aber auch Frühstück. Und das Bad ist diesmal auch sehr sauber. Auch auf den Straßen Hues waren die Menschen besonders freundlich und warmherzig. Andere Gäste im Restaurant begrüßten und verabschiedeten mich. Und auf der Straße wurde ich noch häufiger überschwänglich gegrüßt als bis dato in anderen Orten. Dafür gab es aber auch mehr Tourguides auf Rollern, die mich angehalten haben, um mir ihre Stadtführung zu verkaufen. Letzten Endes habe ich es bereut, nur 2 Nächte in Hue gebucht zu haben. Meine Erkältung wurde stärker und ich konnte den Besuch der historischen Imperial City mit all ihren besonderen Gebäuden kaum verarbeiten. Andere Orte, die ich mir gerne angeschaut hätte, musste ich ganz weglassen. Im Nachhinein hätte ich lieber Da Nang ausgelassen und mehr Zeit in Hue oder auch Hoi An verbracht. Wer aber gerne abends ausgeht, ist mit Da Nang auf jeden Fall besser beraten. Phong Nha ist eine kleinere Ortschaft inmitten eines Nationalparks, der zum Weltnaturerbe gehört. Ich war hier in einer Unterkunft ganz am Rande des Ortes, so dass ich von den Touristen wenig mitbekommen habe. Meine Tage hier waren sehr ruhig und sehr verregnet. Das passte mir zu dem Zeitpunkt allerdings ganz gut, da es für mich an der Zeit war, wieder mehr zu arbeiten. Die Region ist bekannt für ihre eindrucksvollen Höhlen. Ich glaube, mein größtes Bedauern im Rückblick auf die Vietnamreise wird sein, keine der mehrtägigen Touren mit Übernachtungen in den Höhlen gebucht zu haben. Die hohen Preise hatten mich abgestreckt, aber im Nachhinein habe ich nur Fantastisches über diese Touren gehört. Nach Phong Nha ging es für mich weiter Richtung Norden. War die mit Abstand schlimmste Busfahrt bisher. Ich habe kaum geschlafen, weil ich auch aufs Klo musste. Nach 1-12, die erste Stunde habe ich mich noch mit einer anderen Frau da unterhalten. Dann habe ich geschlafen. Dann so für eine Stunde oder eineinhalb. Und dann bin ich aufgewacht und musste langsam ein bisschen aufs Klo. Und habe mich gefragt, wann wir anhalten. Meistens halten die Busse so noch 2 Stunden, 3 spätestens. 2, 2,5 war, glaube ich, meistens an für eine Toilettenpause. Der hat jedenfalls die ganze Zeit nicht angehalten. Irgendwann habe ich ihn dann, da waren schon 3,5 Stunden, glaube ich, rum. Da habe ich ihn dann gefragt, den Busfahrer, wann die mal eine Pause machen. Der meinte 5 Minuten. Eine halbe Stunde später habe ich nochmal gefragt, hieß es wieder 5 Minuten. War mir schon klar, dass er das nicht macht. Irgendwann, ich glaube aber noch mal eine halbe Stunde später, hat er dann angehalten, aber nur irgendwann an der Straße und dann durfte ich neben dem Bus pinkeln. Ja, sehr ungewöhnlich. Normalerweise machen die echt regelmäßig Pausen. Ich habe immer in den Bewertungen schon öfter von sowas gelesen, nur bisher hatte ich nicht das Glück. Aber ich habe schon mal gelesen, dass bei manchen Busfahrten wohl dann echt schon Frauen geweint haben und so, weil der nicht mal die rausgelassen hat, nicht mal vor die Bustür zum Pinkeln, weil die dann irgendwie einfach nur durchbrettern wollen oder so. Ich glaube, die werden nach
Strecke bezahlt und nicht nach Stunden. Und dann wollen die teilweise wohl extra schnell dadurch. Das war auch schon hart. Also deswegen konnte ich lange nicht schlafen, bis ich dann irgendwann mal ins Klo durfte. Aber dann waren auch schon fünf Stunden der Fahrt oben. Und dann habe ich nochmal eine Stunde geschlafen. Und dann nicht mehr. Und jetzt bin ich hier angekommen. Ach ja, genau. Und dann hat er mich gar nicht da rausgelassen, wo ich eigentlich raus sollte. Das hatte ich nämlich extra gewählt, weil die Haltestelle super in der Nähe von meiner Unterkunft war. Und dann hat er mich aber nicht da rausgelassen, sondern irgendwo in Ninbin statt in Tamkok. Und dann musste ich natürlich ein Taxi nehmen, was praktischerweise schon vor Ort stand, was aber extra kostet. Ich war so genervt. Ich war richtig schlecht gelaunt im ersten Mal. Aber in dem Urlaub, glaube ich, war ich jetzt so richtig, richtig genervt. Aber jetzt bin ich in der Unterkunft und kann hier mein Gepäck unterstellen, mich auf so eine Bank legen, aber ich kann noch nicht in ein Zimmer. Ist ja natürlich auch ein bisschen früh und alles ist belegt. Und jetzt gucke ich gerade, wann die ersten Sachen aufmachen, damit ich mich irgendwo reinsetzen kann und was trinken kann. Weil natürlich hatten die in dem Bus auch nichts zu trinken. Normalerweise geben die einen in den Bussen auch eine Flasche Wasser. Nicht in diesem. Also die Busfahrten wurden von Süden nach Norden hin jedes Mal schlechter. Ah ja, und zu spät war der auch. Ich dachte am Anfang, er kommt gar nicht. Ich glaube eine Stunde später als eigentlich gedacht. Ist der abgefahren. Ich habe auch gar keine Infos vor bei der Abfahrt bekommen. Ich dachte immer, oh Gott, was, wenn der Bus nicht kommt? Es sind nur lauter Busse vorgefahren. Ich habe bei jedem gefragt, ob der das ist. Die alle, nein, ist nicht. Oh, ich dachte, ich stehe die ganze Nacht da. Ich habe eben die Besitzerin getroffen und die hat gesagt, ich kann mich hier hinlegen auf eine Bank. Das ist eine Bank. Und das ist gut, denn ich muss noch 3 Stunden warten, bis die ersten Sachen aufmachen. 3 Stunden. Zumindest ist es irgendwie auch nett, draußen zu liegen. Man sollte einfach mal draußen übernachten. Bei den Temperaturen ist das auf jeden Fall kein Problem. Ja, zu warm. Also die letzten 24 Stunden war irgendwie der Wurm drin. Nicht nur, dass diese Busfahrt so komisch lief, sondern gestern Nachmittag hat auch mein Internet auf einmal aufgehört zu funktionieren, mit der SIM-Karte, die ich hier für Vietnam geholt habe, obwohl das eigentlich noch Datenvolumen haben sollte und auch noch 7 Tage gültig ist, die 7 Tage, die ich hier noch bin. Und ich habe gegoogelt, es kann sein, dass das eine nicht registrierte oder sowas war, dass sie nicht richtig registriert wurde und dann können die abgeschaltet werden, wenn das irgendwelche komischen Händler machen. Das war ja die erste, die ich mir am Flughafen so aufquetschen lassen habe, weil ich gesehen habe an dem Stand, dass da Viettel stand und ich hatte vorher im Internet gelesen, dass das ein guter Anbieter ist. Aber die Karte selbst war dann von Vinaphone. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall dachte ich erst, das ist nur ein Netzproblem. Audio hat gar nicht mehr funktioniert. Dann musste ich mir heute habe ich mir jetzt eine eSIM mal geholt für 30 Tage, die aber dann für mehrere asiatische Länder gilt. Also die kann ich dann auch fürs nächste Land, Thailand wird das, auch noch nutzen. Und ich wusste vorher nicht, ob eSIM mit meinem Handy funktioniert oder das habe ich noch nie ausprobiert. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich zumindest das jetzt habe, dass es funktioniert. Aber erstmal war das. Dann habe ich ja auf der Busfahrt, das Internet im Bus hat auch nicht funktioniert und mein eigenes nicht. Also konnte ich auch dieser neuen Unterkunft hier nicht schreiben.
und mich nicht umgucken, wo ich jetzt genau hin muss. Und dann musste ich ja eben dieses erste Taxi nehmen, was mir da angedreht wurde, damit ich, ja, keine Ahnung, nicht mitten in der Nacht irgendwo einfach rumstrande. Und ja, dann kam ich ja viel, also ganz früh hier an, kurz nach 4. Und hab dann, sobald die Cafés aufgemacht haben, habe ich mich in ein Café gesetzt, was auch echt ein hübsches Café war. Aber ich weiß nicht, ob es am Schlafmangel lag oder was, aber auf jeden Fall war mir so komisch. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als ich in dem Café war, ich kämpfe gegen eine Ohnmacht an. Ich bin noch nie in meinem Leben in Ohnmacht gefallen, das ist jetzt nicht irgendwie was Typisches für mich. Und ich kann mich auch nicht erinnern. Vielleicht war mir irgendwann auch im Leben, glaube ich, schon mal so schwindelig und so, dass ich dachte, es fühlt sich an, als könnte das gleich eine Ohnmacht sein, aber es war so stark. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht ja der Schlafmangel. Klar, Temperaturen, die sind jetzt immer warm, aber ja, in Kombination mit dem Schlafmangel vielleicht. Vielleicht hatte ich nicht genug getrunken, aber dann habe ich versucht zu trinken, damit es mir besser geht. Aber so richtig, ich weiß auch nicht, wurde nicht richtig besser. Und dann mein Magen hat auch irgendwie rebelliert. Nicht ganz so schlimm wie das erste Mal, aber es war wieder so in Wellen irgendwie. Das manchmal, ich dachte, boah, geht's mir schlecht. Und dann war wieder okay. Aber irgendwas war da auch im Argen. Ja, und eben bin ich doch nochmal dann rausgegangen. Erst dachte ich, bleib vielleicht den ganzen Abend hier. Fängt es an zu regnen? Oh, sah gar nicht so aus. Jedenfalls war ich gerade eben für einen Spaziergang draußen und habe dann auch noch doch ein bisschen Brot gegessen. Ich wusste die ganze Zeit nicht, soll ich jetzt was essen? Weil vielleicht ist es mit dem Kreislauf was und dann ist es gut. Aber andererseits geht es mir bauchtechnisch so schlecht. Also nicht, dass das schlimmer wird. Aber ich habe jetzt dann mir zumindest ein Brot und so einen Ingwertee geholt. Und dann war ich spazieren und dann habe ich mich zum ersten Mal gerade auch irgendwie unsicher gefühlt draußen. Also, da war, als ich durch die Straße gelaufen bin, das war dann eine ruhigere Straße und dann saß da so ein vietnamesischer Mann, der mich gefragt hat, wo ich hingehe und ob ich mich mit ihm irgendwo reinsetzen möchte, um was zu trinken. Und ich meinte nein und bin weitergelaufen. Und dann hat er mir noch hinterhergerufen, ob er mich beim Spazierengehen begleiten kann. Und ist schon so aufgesprungen. Und dann bin ich ja immer so extra schnell gelaufen und habe nochmal gesagt nein. Und dann, also so beschleunigt und hatte die ganze Zeit Angst, dass der mich jetzt verfolgt. Ich glaube, also eigentlich, der hatte keine bedrohliche Ausstrahlung. Es war wahrscheinlich irgendwie, aber es war das erste Mal trotzdem so, dass ich das Gefühl hatte, nein. Also, weil bisher die Leute rufen einem manchmal zwar so Komplimente zu, Männer und Frauen. Also auch echt viele Frauen hier, das ist ganz süß. Aber wenn die Männer das machen, dann war das nie so, dass man das Gefühl hatte, die versuchen jetzt was, sondern die haben einfach nur gesagt, was Nettes gesagt und also gar nicht versucht, damit in ein Gespräch einzusteigen oder irgendwas. Also war das jetzt auch ein bisschen ungewohnt, dass er dann gleich mehrmals, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich dann, weil es so dunkel war schon, war das erste Mal jedenfalls, dass ich mich unsicher gefühlt habe. Aber ansonsten, ah ja, und jetzt kam ich zurück und dann lag Kakerlake auf einmal tot neben meinem Koffer und ich habe mich zu Tode erschreckt, weil die da so liegt. Ja, das ist eine Kleinigkeit, ist nicht schlimm. Aber eine Nicht-Kleinigkeit ist, ich habe mir gestern vor der Busfahrt Pringles gekauft, weil ich nicht widerstehen konnte, ich liebe Pringles. Aber die sehen nicht so richtig ganz genau aus wie Pringles. Also irgendwie ein bisschen anders, sind auch kleiner. Aber vor allem schmecken sie gar nicht wie Pringles und haben auch nicht die Konsistenz wie Pringles. Das ist tragisch. Naja, das ist keine Werbung. Ich weiß nicht, das habe ich auch bereut. Noch irgendwas war. Irgendwie war alles komisch heute. Und ich war so, ich weiß nicht, so, ich habe mich so komisch gefühlt. Aber genau, ansonsten wollte ich sagen, das hatte mich nämlich letztens auch ein Däne gefragt, wie ich mich sicherheitstechnisch als Frau alleine in Vietnam fühle. Und da meinte ich, da war der nämlich so überrascht, aber es ist tatsächlich so, ich meinte, dass ich mich hier sicherer fühle als in Deutschland nachts. Das ist schwer zu beschreiben, aber die Ausstrahlung der Leute ist nicht so bedrohlich, wie das manchmal, wenn man in Deutschland durch die Straßen nachts läuft, gerade wenn man dann so eine Gruppe von Männern sieht, aber auch manchmal schon bei Einzelnen, ist es irgendwie anders. Die haben nicht diese... Es ist irgendwie sanfter. Die Ausstrahlung ist irgendwie sanfter. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall fühle ich mich sicherer. Das Einzige ist, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen fester mein Telefon halte oder so. Also ich benutze wohl auf Google Maps. Und lade mir immer die Offline-Karten runter. Das kann ich sehr empfehlen, um Datenvolumen zu sparen. Also lade ich immer, wenn ich zu einem Ort fahre, dann von dem Ort die Offline-Karte runter. Und dann kann ich das auch so ohne Internet navigieren. Das ist
gut. Aber das hatte ich jetzt zum Beispiel heute Nacht auch nicht für die neue Gegend noch nicht gemacht. Ah, ja, es regnet. Das Geräusch ist zumindest schön. Mir geht es auch langsam wieder besser. Ich spüre es noch im Magen, aber mein Kreislauf ist nicht mehr so schlimm. Und heute Nacht, ich habe mich heute Mittag dann auch ein bisschen hingelegt. Das hat, glaube ich, auch geholfen, als ich dann hier einen checken konnte endlich. Und heute Nacht werde ich ganz viel schlafen. Und dann ist hoffentlich morgen alles wieder gut. Und ich werde ganz viel trinken und versuchen, nichts Aufwühlendes zu essen. Ja. Ich bin jetzt auch 4 Nächte hier in Tamkok bei Ninbin. Ja. Also, ich hoffe, jetzt ist alles gut. Ich glaube, jetzt wird es wieder gut. Es war einfach ein komischer Tag. Aber sowas muss ja auch mal sein. Wo wären wir sonst? Kann ja nicht immer gut laufen. Genau, noch eine Sache. Dann kam ich hier an und wollte meine Kopfhörer mit Kabel aus dem Rucksack holen. Und dann ist der Kopfhörer abgerissen, der Hörer, der eine. Also sind meine Kopfhörer jetzt auch heute kaputt gegangen. Ich habe geguckt, wo es hier irgendwo was zu kaufen geben könnte, aber ich habe nichts gefunden, wenn ich bei Google geguckt habe. Keine Ahnung. Ich dachte wirklich, kann doch nicht wahr sein jetzt. Naja, es gibt Schlimmeres. Dann dachte ich noch, ich musste nämlich heute Geld abheben. Ich habe in den Rezensionen gelesen, dass man aufpassen muss bei dem Automat. Also man kann nicht wirklich aufpassen, aber bei manchen Automaten und bei dem auch, stand eben, dass manchmal Karten von Leuten geschluckt wurden. Dann dachte ich, das würde jetzt auch noch passen, dass der meine Karte schluckt. Aber das hat geklappt, also eine positive Sache. Und genau, allgemein wollte ich noch sagen, die meisten Automaten haben nämlich hier so 4% Gebühr. Und ich habe das auch letztens von anderen Reisenden gehört, dass sie dachte, sie muss immer bezahlen beim Abheben. Aber das ist nicht immer so. Man kann nämlich noch den Automaten von VP Bank und ich glaube TP Bank ziemlich ähnlich gucken. Und die haben keine Gebühren beim Abheben. Also das ist gut zu wissen, wenn man hierher geht. Denn sonst sind das 4% oder so, ja. Das muss ja nicht sein. Gut, jetzt gute Nacht und bis bald. Guten Morgen, ich bin bereit für einen besseren Tag. Ich habe geschlafen und ich habe gefrühstückt. Ich habe meine Haare gewaschen. Es ist warm genug draußen, dass ich die nicht trocknen muss, würde ich sagen. Ich nehme einfach eine Bürste mit und wenn die irgendwann trocken sind, dann würden sie irgendwann gebürstet. Ich mache mich auf den Weg für einen längeren Spaziergang zu einem Tempel und einer Pagode möchte ich heute gehen. Ja. Und ja, ich fühle mich deutlich besser. Mein Magen war heute Morgen noch ein kleines bisschen komisch, aber jetzt nach dem Frühstück, es ist eigentlich gut. Ja, Kakalaki liegt noch hier. Ich weiß nicht so richtig. Ich hoffe, vielleicht kommt jemand zum Raum. Sauber machen einfach heute vorbei. Ich möchte die irgendwie nicht selbst anfassen. Aber wenn niemand kommt, muss ich das wohl später machen. Ja, ansonsten freue ich mich jetzt einfach auf den Tag heute. Ich freue mich, dass es nicht so sonnig ist. Das macht es ein bisschen erträglicher, draußen rumzulaufen. Das ist eigentlich perfekt. Alles ist gut heute. Heute wird alles gut. Das hoffe ich. Los geht's. Ich bin irgendwie der einzige Mensch, der hier läuft. Vielleicht hätte ich mir auch ein Fahrrad mieten sollen. Morgen miete ich mir ein Fahrrad. Ich dachte auch die Strecke. Lässt sich auch ganz gut zu Fuß machen. Aber es sieht schon sehr entspannt aus, wenn die Leute mit den Fahrrädern vorbeifahren. Es ist halt leicht und man kommt weit. Thank you.
Und was uns halt auch tatsächlich viel abfuckt, ist so, was wissen wir da? Du triffst halt überall Deutsche. Das ist halt so krass. Ja, nee, aber es sind halt auch oft so unangenehme. Also im Regen mal damals in den 6 Tagen hatten wir auch so. So, heute ist mein letzter Tag in Vietnam und deswegen dachte ich, ich mache mal ein kurzes Fazit. Ich bin jetzt in Hanoi. Ich bin gestern von Tam Quoc nach Hanoi gefahren. Das war nicht so lang, 2 Stunden höchstens, glaube ich. Habe mir Hanoi ehrlich gesagt gar nicht so angeguckt, gar nicht eigentlich. Ich bin einmal durch die Straße gelaufen, weil ich jetzt gar nicht in der Stimmung für noch eine Stadt war und ich hatte jetzt eben auch nur die eine Nacht gebucht, damit ich dann näher am Flughafen heute bin. Also ja, dazu kann ich nicht viel sagen, aber insgesamt würde ich sagen, meine Erfahrungen waren ziemlich positiv. Es war ja mein erstes Mal so weit weg und dann noch ganz alleine, aber es ist wirklich, also ich verstehe, dass Leute sagen, dass Südostasien ein einsteigerfreundliches Land für Soloreisende ist. Das finde ich es auf jeden Fall so. Ich habe gestern beim Frühstück auch eine französische Familie getroffen und die meinten auch dasselbe, dass man sich hier, also gerade als Frau auch, tatsächlich sicherer fühlt. Also sie meinten auch zu Hause, die Atmosphäre ist nicht so angenehm irgendwie in Frankreich und es wird auch nicht gerade besser mit den Aggressionen, die so in der Luft schweben. Und ja, dass es hier als Frau einfach sich gut und sicher anfühlt. Und die sind irgendwie schon seit Jahrzehnten reisen die schon, vor allem durch Asien. Haben mir Laos empfohlen, meinten, dass Luang Prabang sehr schön wäre, was ganz cool ist, weil ich auch überlegt hatte, ja nach Laos irgendwann mal zu gehen und davon auch öfter mal was gehört hatte, das gut für mich klang. Ja, und dann war das eine Bestätigung. Das ist auf jeden Fall eine Option für die Zukunft. Aber jetzt erstmal zu Vietnam. Also alles lief im Großen und Ganzen gut, auch wenn Englisch manchmal ja nicht gesprochen wird. Man kriegt ja immer sein Essen und seine Unterkünfte und man findet alles. Na gut, ich benutze halt auch viel Google Maps, muss ich zugeben, zum Navigieren. Ohne wäre es bestimmt alles noch ein bisschen herausfordernder. Klappt alles gut. Die Menschen waren nett. Also es gibt natürlich an manchen Orten welche, die sind ein bisschen, weiß ich nicht, ob skeptischer, aber ja, vielleicht jetzt nicht super höflich, aber das muss der Mann ja auch nicht sein. und manche sind super höflich und super gastfreundlich und geben einem alles Mögliche. Und dann gibt es eben auch sehr oft das, dass man auf der Straße gegrüßt wird, was ja ganz süß ist. Auf Dauer würde es mich, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen anstrengen, weil ich eben ja auch introvertiert bin. Aber so für eine Zeit war das jetzt eigentlich wirklich lustig. Man läuft so durch die Straßen und sagt so, hallo, hallo, hallo. Weil überall irgendwie jemand einem was zuruft. Hallo. Ja, das ist eine Zeit lang ganz lustig, aber ich glaube auf Dauer. Nee. Als nächstes gehe ich nach Thailand. Und ich habe gehört, die Leute sind ja da auch zurückhaltender. Vielleicht passt das dann auch ein bisschen besser zu meinem Naturell. Aber es war auch schön. Es war ein schönes Erlebnis. Ich sehe das gar nichts Negatives. Und auch die, ich finde das ja auch süß, dass die Kinder vor allem irgendwie so super neugierig auf einen sind und so. Aber freundlich. Also, ja, man fühlt sich willkommen. Oh, manchmal finde ich, die Vietnamesen reden sehr laut. Also nicht alle, aber an manchen Orten denke ich, boah, das ist laut. Aber nie, ja, eben nie aggressiv. Also es gibt nicht, es ist wohl auch, man soll auch in Vietnam keine Wut oder sowas nach außen zeigen. Das wäre wohl auch sehr schlecht angesehen. Aber sowas sieht man jetzt. Also wenn die laut reden, ist es nicht, weil die sich aufregen oder so, sondern einfach, weil die irgendwie eine Unterhaltung in extrem lautem Ton führen. Naja, kann man machen. Am Anfang war das Wetter ja eigentlich sehr gut. Am Ende hatte ich jetzt schon Aufträgentage, die natürlich auch manchmal dann in den Weg von Plänen kamen, wenn ich eigentlich gerne in der Natur irgendwas draußen machen wollte oder mir was angucken wollte. 2-mal war ich ein bisschen krank, also am Anfang diese Bauchgeschichte. Und ja, jetzt hatte ich dann noch einmal 1-2 Tage, wo ich erkältet war und so. Ja, aber nichts Schlimmes. Mücken. In Hue wurde ich oft gestochen, davor und danach irgendwie gar nicht so. Mal schauen, ob ich mir irgendwas eingefangen habe. Merkt man ja manchmal später, ich hoffe nicht. Also, was noch? Im Vergleich zu Leuten, die nur reisen, ohne nebenher zu arbeiten, habe ich schon gemerkt, dass ich natürlich weniger so Sightseeing, Touren und sonst was gemacht habe.
Aber das ist eigentlich auch okay für mich, weil ich schon merke, wenn ich mir mehrere Tage hintereinander Sachen angucke, ich vergesse das so ein bisschen, irgendwie verwischt das dann oder vermischt sich so miteinander. Ich weiß nicht, in meiner Erinnerung kann ich das alles nicht alles dann abspeichern. Deswegen ist es für mich, also für mich ist das gar nicht so schlimm, schlecht. Für mich passt das, das alles ein bisschen langsamer und weniger geballt abzubekommen. Ja, und zum Thema des sich zurechtfindens, da hilft natürlich insgesamt einfach, dass es gerade inzwischen so viele Apps gibt. Also Unterkünfte habe ich online gebucht und Busse habe ich zum Großteil online gebucht. Und ja, wenn ich mal so ein Taxi-Ding brauchte, gab es ja auch diese App hier. Und also ja, das war alles super, super leicht zugänglich irgendwie. Naja, und Vietnam hat auch noch ein Alphabet, was dem lateinischen, also einfach lateinische Buchstaben. Das heißt, auch Schrift ist noch deutlicher zu erkennen. Mal schauen, wie sich das in anderen Ländern ändert. Zum Thema andere Länder, genau wie es jetzt weitergeht, ist, also als erstes werde ich jetzt nach Thailand weiterreisen. Und da werde ich ganz am Anfang erstmal mein erstes Volunteering machen. Eine Woche in einem Elefantenpark. Und kann sein, dass ich darüber auch ein Video mache, mal schauen. Aber ich werde auch nach dieser Woche erstmal in der Gegend bleiben. Mindestens einen Monat. 2 Monate werde ich wahrscheinlich insgesamt in Thailand sein und dann weiß ich es noch nicht genau. Aber das ist so das, was ich aktuell weiß. Gibt es noch Sachen, die man zu Vietnam sagen sollte? Menschen, Organisation, Sprache, Landschaft. Landschaft ist schön. Finde ich schon. Es ist vermüllter, als man das jetzt aus den meisten europäischen Ländern kennt. Ich meine, es ist nicht so, dass wir das auch nicht auch haben in Europa, muss man ja auch sagen. Aber ich glaube, also ich habe zum Beispiel auch gehört, dass im Vergleich zu Thailand deutlich auch vermüllter ist. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber ja, auf der Straße und an Straßenrändern und so liegt schon öfter Müll. Es ist nicht immer alles ganz sauber. Ich finde nicht, dass es groß stinkt. Außer wenn da so diese Durian-Früchte sind. Es gibt so ein paar Sachen, die ich eigentlich noch gern gemacht hätte, die ich dann zum Teil aus Kosten, zum Teil aus Wettergründen dann jetzt nicht gemacht habe. Aber ich denke, ich habe trotzdem zumindest einige Ecken des Landes gesehen und ein bisschen ein Gefühl für das Land bekommen. Ich glaube, das war es erstmal. Ja, also dann melde ich mich nächstes Mal. Vermutlich aus Thailand und bis dahin, alles Liebe.